Besuchen wir die Villa eines überaus berühmten, super hippen Muskelprotzes, meine Ted Tuckers! Also folgt mir und ihr werdet sehen, wie cool und reich ich bin. Es gibt nicht viel, was an meinen italienischen Schlitten rankommt, aber ich schon. Du, heißer, feger. Wahrscheinlich fragt ihr euch gerade, was Ted mit all diesen Kaninchen vorhat. Tja, ich freue mich schon auf marinierte Keulen vom Rost. Es geht doch nichts über eine süße Kaninchenfamilie. Am liebsten gegrillt. Oh nein, mein Wagen! Bleib sofort! Ich werde Ted schon zeigen, wie der Hase läuft. Kaninchen schlagen jede Menge Haken. Tja, leider habe ich es nicht geschafft, mein Auto einzuholen. Irgendwo wird es schon sein. Die gute Nachricht ist, dass ich euch nun meinen traumhaften Grund und Boden zeigen kann. Jenen Ort, an dem ich mein Selbstbewusstsein pushe. Mit einem so ganz einfachen, simplen Hobby wie Boomerang wegschleudern. Sobald ich Lenny zuwinkel, wird er von da hinten eine Tontaube in die Luft schießen. Und ich werde sie wieder runterholen, so gut wie ich nun mal bin. Okay, dann los! Meine Hose! Ah, ich muss den Gürtel wohl etwas enger schnallen. Okay, bereit? Ah, schon wieder die Hose! Oh. Wenn die jetzt nicht hält, dann weiß ich selbst nicht mehr, weil der verdammte Outlet-Mist. Yeah! Mit diesem kräftigen Panzertape sollte die Hose nicht mehr rutschen. Okay, los! Kommen wir jetzt zu dem etwas gemütlicheren Teil. Wie wär's mit einem Spaziergang durch mein Heckenlabyrinth? Fans fragen mich immer wieder, Ted, wie... Also, die Gärtner sorgen dafür. Davon kann man schon mal Sternchen sehen. Ich glaube, am klügsten wäre es, einfach stehen zu bleiben. Didgeridoo! Meine Hose! Hallo, Leute! Ich habe nur 2 Stunden gebraucht, um da wieder rauszukommen. Nirgends kann man sich so gut entspannen wie in seiner eigenen Sauna. Du lehnst dich zurück und spürst förmlich, wie sich deine müden Knochen wieder erholen. Was? Klingt, als hätte jemand die Tür versperrt. Tja, so langsam wird es schon ein wenig heißer hier drin. Aber gut so. Das öffnet die Poren. Ich glaube, ich stehe mal auf und gehe für einen Augenblick vor die Tür. Oh, nein! Was für ein... Die Tür hat sich verzogen! Ich muss hier raus! Sofort raus! Auf, Meisterstein! Meisterstein! Bleib liegen! Bleib einfach liegen! Lenny, du wirst mir am meisten fehlen! Machen wir nun einen Rundgang durch meine Villa. Wir sind in meinem Speisesaal. Und das hier ist mein absolutes Lieblingskunstwerk. Also wenn ihr denkt, das sei mein Lieblingsbild nur, weil ich da drauf bin, dann habt ihr absolut recht. Denn diese Schönheit erweckte mir immer wieder einen Riesenappetit. Darum wird ja auch stets ein kunstvolles Buffet wie dieses für mich aufgetischt. Hier gibt es köstliche Anseck-Kekse, einen wunderbaren kleinen Barramundi und ein paar leckere Widgety-Maden. Yummy! Und hier gibt es mein zweitliebstes Gericht, gleich nach Kaninchen, der wilde Outback-Truthahn. Au! Was zur... Oi! Oi! Dir werde ich's noch zeigen! Ist nicht immer schlau, sich mit einem Truthahn einzulassen? Es kann ein... dösig machen. Was sagst du dazu, Ted?